Ja, und prompt kriege ich ja natürlich wieder eine Fehlermeldung. Hallo, ihr Lieben. Ist doch immer so, oder? Kaum geht man live, kommt hier irgendwas, poppt hier irgendwas auf mit einer Fehlermeldung, aber es war Gott sei Dank nur ein Blick. Also, hallo, ihr Lieben, hier ist der Michael. Ich war lange nicht mehr live. Sommerpause ist jetzt endgültig rum. Heute bin ich das erste Mal seit langem wieder live. Und das werde ich auch in nächster Zeit etwas öfters tun. Und ich habe einen bewährten Gast. Wie ihr schon seht, die Mariam Wienen, die schon ein paar Mal da war und wir haben immer ziemlich viel Spaß. Also nicht nur wir beide, das ist ja schön genug, da können wir auch telefonieren, sondern normalerweise auch die Teilnehmer. Also hallo erstmal nach Hamburg, liebe Mariam. Hallo, lieber Michael. Ich bin in Düsseldorf gerade, aber habe Okay. Ostdeutsch. Ja, bin unterwegs auf einem Seminar gewesen und jetzt live aus Düsseldorf. Schön, dass ich bei dir sein darf und Drum dass wir so uns ein kennenlernen. ungewöhnlicher Hintergrund. Okay, jetzt wird mir Genau. das auch klar. Ja, Düsseldorf ist genauso gut wie Hamburg. Ist doch wunderbar. Schön, dass du dabei bist. Wer die Mariam noch nicht kennt, Mariam ist die Expertin für das Thema Singles. Single Balance heißt ihr Ding. Und ja, Mariam, erzähl doch einfach mal selbst, was du da genau machst mit den Singles, wie du die Genau. verarztest. Genau, richtig verarscht. Auch schön. Also Also das das Problem Problem ist ist ja, ja, was was viele viele Singles Singles haben, haben, die die laufen laufen von von Partnerbörse Partnerbörse zu zu Partnerbörse Partnerbörse oder oder von von Kurs Kurs zu zu Kurs. Kurs. Ja, Ja, und und was was immer immer rauskommt, rauskommt, ist, ist, dass dass sie sie sich sich wieder wieder schlecht schlecht fühlen, fühlen, dass dass sie sie die die Partner Partner manchmal manchmal im im Zeitlack Zeitlack finden finden und und dann dann aber aber am am Ende Ende wieder wieder im im gleichen gleichen Hamsterrad Hamsterrad landen landen oder oder sie sie haben haben ganz ganz die die Schnauze Schnauze voll voll und und sagen, sagen, ich ich bin bin jetzt jetzt seit seit 10, 10, 15 15 Jahren Jahren Single, Single, bevor bevor ich ich wieder wieder verletzt verletzt werde, werde, lasse lasse ich ich das das lieber lieber alles alles bleiben. bleiben. Und Und ich ich sage sage dann, dann, warum warum denn denn überhaupt, überhaupt, ja? ja? Fang Fang doch doch an, an, dich dich mal mal selber selber kennenzulernen, kennenzulernen, mit mit dir dir selber selber in in eine eine Partnerschaft Partnerschaft zu zu gehen, gehen, in in den den Frust Frust loszuwerden, loszuwerden, in in die die Selbstliebe Selbstliebe zu zu kommen, kommen, ja? ja? Und Und dann dann verändert verändert sich sich natürlich natürlich alles, alles, weil weil du du das das Leben Leben anders anders siehst. siehst. Und Und das das ist ist so so meine meine Botschaft. Botschaft. Ich Ich möchte möchte Menschen Menschen an an die die Hand Hand nehmen nehmen und und ihnen ihnen zeigen, zeigen, das das Leben Leben ist ist schön, schön, das das Leben Leben ist ist wunderbar. wunderbar. Und Und das, das, was du was du an an dir dir selber selber verabscheust, verabscheust, ja, ja, was was du du selber selber wegstößt, wegstößt, das das ist ist gar gar nicht nicht nötig, nötig, weil weil dein dein Kern Kern ist ist wunderschön. wunderschön. Den Den müssen müssen wir wir nur nur mal mal aufdecken aufdecken und und innere innere Teile Teile auch auch mal mal fragen, fragen, warum warum sie sie gewisse gewisse Verhaltensweisen Verhaltensweisen immer immer wieder wieder an an den den Tag Tag legen. legen. Und Und statt statt immer immer am am Verhalten Verhalten irgendwas irgendwas anzupassen, anzupassen, kennst kennst du du so so wie wie bei bei Diäten, Diäten, ja? ja? Dann Dann macht macht man man wieder wieder eine eine Diät, Diät, dann dann nimmt nimmt man man ab ab und und es es ist ist alles alles super. super. Und Und wenn wenn man man die die Diät Diät aufhört, aufhört, hört hört auch auch das das Abnehmen Abnehmen auf auf und und der der Jojo-Effekt Jojo-Effekt kommt. kommt. Das Das ist ist ja ja im im Single-Leben Single-Leben auch auch so, so, ja? ja? Und Und das das macht macht natürlich, natürlich, das das ist ist ja ja unser unser Thema, Thema, was was dein dein Single-Frust Single-Frust mit mit deinem deinem Selbstwert Selbstwert macht. macht. Das Das macht macht natürlich natürlich eine eine ganze ganze Menge. Menge. Da Da bist bist du du ja ja auch auch Experte, Experte, ja, ja, und und kannst kannst da da schon schon gleich gleich auch auch ein ein bisschen bisschen was was zu zu sagen. sagen. Also Also von von daher daher helfe helfe ich ich den den Leuten Leuten wirklich wirklich im im Moment, Moment, mache mache ich ich eine eine Challenge Challenge raus raus aus aus dem dem Frust, Frust, ja, ja, und und rein rein ins ins Leben Leben kann kann man man eigentlich eigentlich sagen. sagen. Und Und er er merkt merkt schon, schon, also also wer wer Mariam Mariam bis bis jetzt jetzt noch noch nicht nicht kannte, kannte, der der kennt kennt sie sie jetzt, jetzt, Energie Energie pur. pur. Und Und Mariam Mariam ist ist einfach einfach absolut absolut überzeugt überzeugt von von dem, dem, was was sie sie tut. tut. Sie Sie hat hat natürlich natürlich auch auch schon schon beste beste Erfahrungen Erfahrungen mit mit ihren ihren Teilnehmern, Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Teilnehmerinnen. Ich Ich sehe sehe auch auch gerade gerade schon, schon, wir wir haben haben schon schon eine eine ganze ganze Menge Menge Zuschauer. Zuschauer. Gerade Gerade hast hast du du mir mir noch noch angezeigt, angezeigt, wie wie viele viele Eier Eier da da oben, oben, okay? okay? Also Also es es sind sind schon schon gute gute Dutzend Dutzend und und einige einige haben haben auch auch schon schon Hallo Hallo geschrieben. geschrieben. Hallo Hallo Alissa, Alissa, hallo hallo Manuela, Manuela, hallo hallo Alexandra. Alexandra. Also Also es es sind sind schon schon einige einige dabei, dabei, sehr sehr schön. schön. Ja, und ich denke mal, vielleicht kennt auch der oder die eine dich schon. Du hast mehr Männer, mehr Frauen. Wie schaut es denn damit aus? Ja, diese Männer. Wir hätten ja gerne ein bisschen mehr Männer. Aber wir haben diesmal wirklich ein paar Männer, die sich zeigen und auch mitteilen, wie sie sich gerade fühlen. Wir haben eine zur Challenge dazu eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo auch schon viel passiert und viele Fragen von mir auch beantwortet werden, Live-Talks zu verschiedenen Themen. Und ja, Männer sind sehr rar, muss ich sagen, im Moment jedenfalls noch. Das ändert sich vielleicht auch. Vielleicht spricht diese Kampagne jetzt auch gerade mehr die Frauen an. Ja, also von Die daher Männer haben an. wir, nee, im Ach Moment der so, Raus aus Brust okay. ist anscheinend eher ein Frauenthema, wo Frauen sich outen. Ich glaube, es ist genauso ein Männerthema. Männer kommen oft ins Einzelcoaching. Ja? Männer sagen oft, ja, was kostet denn so ein Tag Einzelcoaching? Komme ich lieber zu dir, dann sieht mich keiner, dass ich Ich irgendwie eine glaube, das Schwäche ist es. Ich habe. glaube, weil das Ja. kenne ich ja bei mir auch beim Thema Selbstsicherheit. Bei mir, also kommen ja auch deutlich mehr Frauen. Und das, obwohl ich ein Mann bin. Ja, aber ich glaube, gerade das ist vielleicht manchmal gut, dass wenn eine Frau da Hilfe braucht, dass sie zu einem Mann geht. Also nichts, dass sie nicht zu dir gehen sollten, aber viele Frauen gehen halt tatsächlich nur für Frauen. Manchmal ist aber die andere Sichtweise ganz hilfreich. Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern der Punkt ist der, dass Männer eben, wie du gerade schon gesagt hast, die wollen dabei nicht gesehen werden. Die wollen es am liebsten im Geheimen machen. Wobei der erste Schritt ist, dass sie sich selber oft schon nicht eingestehen, dass sie überhaupt Hilfe bräuchten. Weil Männer glauben ja immer, dass schon alles perfekt ist oder sie reden sich's gut und Frauen reden sich schlecht. Und da haben wir auch schon
Eine ganz spannende Wortmeldung von einer Manuela. Hallo Manuela. Sie schreibt, ich habe Angst, dass ich nie den Richtigen finden werde, mit dem ich bis an mein Lebensende glücklich sein darf. Mariam, was sagst du denn dazu? Ich habe auch gleich eine Meinung dazu, aber schießt du erst mal los, weil du bist ja der Interviewgast. Also, das Thema haben wir auch gerade in der Gruppe, da habe ich auch gerade einen kleinen Live-Talk gemacht in der Gruppe mit 15 Minuten, ja, weil die Frage ist, ja, die wir uns erstmal stellen müssen, wer ist denn überhaupt der Richtige? Ja, auch. Wer ist denn der Richtige? Und die kannst du dir erst dann beantworten, wenn du mit dir im Einklang bist, ja, wenn du deinen eigenen Wert hast, dass du weißt, ich bin es mir wirklich wert, nicht so ein Teil, was sagt, ja, ich bin es mir wert und das andere, ja, aber eigentlich auch nicht, stimmt das wirklich, sondern wenn du es dir wirklich wert bist, in dich zu investieren, und da meine ich gar nicht, gar nicht immer mit Kosten, natürlich kosten die Sachen hinten aus Geld, aber zum Beispiel diese 7 Tage, die sind kostenlos, ja, du kannst machen, aber was du natürlich investieren musst, ist deine Zeit, morgens ein Video gucken, dann die Aufgabe wirklich machen, abends möglichst beim Live-Talk dabei sein, ja, und diese Zeit zu investieren. Und bevor wir nicht, ja, uns es wert sind, in uns selber zu investieren, werden wir den Richtigen immer anziehen. Ich bin ja der Meinung, wir ziehen immer den Richtigen an, der gerade unser Innerstes widerspiegelt. Und das heißt nicht immer, du lachst schon, ne? Weil ich kenne ja deine Meinung dazu auch, Innerstes widerspiegeln heißt nicht, wenn der aggressiv ist, heißt das nicht, ich bin auch aggressiv, sondern das kann einfach heißen, ich muss mal mehr in meine Wut kommen, ich muss mal lernen, Stopp zu sagen. Ne? Also oft das Defizit. Ja. Also von daher, Alexander schreibt es ja auch richtig, wer ist der Richtige? Und das finde ich mit dir raus. Aber erstmal finde ich raus, wer bist du denn überhaupt? Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch, ich sage mal, auch ein bisschen das Thema Anspruch. Weil was mir immer wieder, da kommt jetzt auch gleich das Wort Anspruch, der meinen Anspruch nicht etwa entspricht, dass manche auch einfach, also ist so manchmal meine Beobachtung, vielleicht liege ich auch verkehrt, aber dass manche einfach extrem hohe Ansprüche haben. Also das heißt, es geht schon los, dass beim ersten Blick, wenn die Optik nicht stimmt, und zwar nicht 100% stimmt, sondern nur vielleicht 96% stimmt, dann geht schon der nächste Schritt gar nicht weiter. Und der Partner muss quasi perfekt sein. Wie hieß es damals in Sex and the City? Mr. Right, Mr. Perfect, wie hieß der? Mr. Big. Mr. Big, okay. Ich habe es nie gesehen. Ich weiß nur, dass da alle drüber geredet haben. Also, Also, ich mein, mein Typ wäre nicht gewesen, aber... Bitte? Ich sag, mein Typ wäre nicht gewesen. Es gab ja eine Folge mit John Bon Jovi, den fand ich ja besser, aber der ist immer noch eine Nacht geblieben. Ich glaube, du und John Bon Jovi. Aber das ist es doch genau. Schau mal, du hast ja einen tollen Mann und der entspricht jetzt nicht genau John Bon Jovi und trotzdem ist er toll. Und glaub, das ist das, dass manche so ein Bild haben und sagen, ich liebe jetzt, ob der jetzt John Bon Jovi oder sonst irgendwie heißt, das ist mein Ideal und genau so einen will ich. Aber das funktioniert ja nicht. Vor allem, weil man ja selber vielleicht nicht unbedingt auch immer der Perfekte oder die Perfekte dann ist, je nachdem, aus welcher Sicht man es jetzt sieht. Das heißt, und man müssen nicht perfekt sein. Der andere muss eben aber auch nicht perfekt sein. Also da passen oft die... Ich glaube auch nicht, dass John Bon Jovi perfekt ist. Nee, natürlich nicht. Er ist ja mit seiner Frau jetzt 40 Jahre, glaube ich, zusammen. Sie sind jetzt mal seine Jugendliebe. Ja, 4 Kinder, Jugendliebe, ganz familiärer Mensch. Aber ich glaube, die wird auch ihre Sorgen gehabt haben in den Jahren. Ja? Natürlich. Also man hat oft so ein Idealbild. Die Manuela schreibt, der meinen Ansprüchen in etwa entspricht. Ja, und dann macht sie diesen Affen. Und ich glaube, liebe Manuela, ich bin mal ganz provokativ. Ich glaube, dass du noch gar nicht weißt, was deine Ansprüche wirklich sind. Weil oft, ich habe das gerade in der Gruppe, die Leute sagen oft, sie wollen Nähe, sie wollen Geborgenheit. Und wenn ich frage, wie alt ist denn das innere Teil, wenn du mal in dich reinfragst, dann kommt immer die Antwort, sehr jung. 4, 5 Jahre. Das heißt, wir sind in einem Zustand, wo wir stehen geblieben sind mit einem Teil in uns praktisch, ja, wo wir stehen geblieben sind. Das Teil ist noch ganz klein und eigentlich wollen wir auf Mama oder Papas Arm und suchen das dann im Außen, unbewusst natürlich, ja. Klar. Und dann haben wir Ansprüche, die gar kein Mann, Frau erfüllen kann, weil das eigentlich Ansprüche an die Eltern sind, ja. Und und ich glaube, dass auch dass wir mittlerweile so eine etwas übertriebene, sei es jetzt romantische oder sonst wie, Vorstellung haben davon, wie eine Beziehung überhaupt aussehen muss. Weil, wie du es gerade gesagt hast, John Bon Jovi wird in seinen 40 Jahren auch das eine oder andere hoch und tief erlebt haben. Und ich glaube, dass man jeder, Männer und Frauen, lernen müssen, dass
es eben nicht immer nur alles eitel Sonnenschein ist und dass es nicht immer nur alles schön ist. Und wenn es eben mal nicht so läuft, dass das noch nicht bedeutet, dass man oder der Partner, also entweder man selbst oder der Partner gleich scheiße ist, sondern dann läuft halt mal irgendwas schief. Und wir beziehen das ja ganz schnell dann auf entweder auf uns selbst oder auf den anderen. Also diese Tendenz, ganz schnell dann Schluss zu machen zum Beispiel. Oder eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, viele glauben ja, bevor ich nicht den Beweis habe, dass er perfekt ist, fange ich lieber gar nicht erst an. Ja, ja, genau. Also diese Angst davor, womöglich an den Falschen zu geraten. Hey, so what? Wenn er der Falsche ist, kann man ja wieder aufhören. Aber wenn man es gar nicht probiert, dann versucht man es ja, dann wird man nie erfahren, ob er nicht vielleicht doch der Richtige war oder umgekehrt natürlich sie die Richtige war. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Das ist ein Punkt. Und ich finde, als ich mit dem Dominik zusammengekommen bin, ist so ziemlich knapp 5 Jahre her, am 25. haben wir Jahrestag. Wir haben uns schon von der Arbeit gekannt und ich habe ihn da auf den Wiesen abgeschleppt, ich gebe es zu. Du kennst die Geschichte, aber weißt du, das Ding war, wir wussten nicht, wie es wird. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich eingelassen habe, dass ich gesagt habe, es fühlt sich jetzt gut an. Ich habe keine Ahnung, wie es in 3 Wochen ist, wie es in einem Jahr ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch jetzt nicht. Wir sind verheiratet seit 2 Jahren. Ja. Es läuft gut. Mal fetzt es auch. Wir arbeiten ja auch zusammen. Ist auch nicht immer so einfach. Ja. Aber was ich weiß, was ich immer weiß, und das habe ich in den Beziehungen vorher nicht gewusst, ist, ich bin etwas wert. Ja. Da lacht mein Mann schon. Ja, ich sehe gerade, er hat sich eingeschaltet. Er ist nicht nur etwas. Etwas ist, wir sind viel. Zum ersten Mal gibt sie es zuschreibt. Deutscher Versprecher, weil wir sind hier in seinem Zimmer gelandet. Aber ich habe auf jeden Fall ihn zuerst angepackt. Ja. Also auf jeden Fall will ich damit sagen, wir haben es genossen und wir genießen jetzt unser Leben. Und wenn es mal knallt und wenn es mal nicht so gut läuft, ja, dann haben wir nicht diese Selbstzweifel, die ich früher hatte, dass ich dachte, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich finde eh nie den Richtigen. Ich bin verflucht. Ja, das ist ja auch oft was wir denken. Und da möchte ich Menschen hin begleiten, dass sie in die Selbstliebe kommen, in diese Selbstsicherheit, etwas wert zu sein. Und zwar unabhängig davon, wie sich jemand anders verhält. Egal ob der Partner, der Chef, die Mutter, der Vater, die Schwester etc. Ja? Und das ist das, was ich erreichen will. Ja, was so mein Ziel ist, weil ich einfach denke, keiner sollte sich schlecht fühlen. Genau. Und gerade Alleinerziehende haben wir ja auch viele. Die tragen das ja auch an ihre Kinder weiter. Das muss einem ja auch klar sein, wenn es einem selber schlecht geht und ich war auch lange alleinerziehend, habe ich natürlich auch viel nach außen getragen. Ja, aber wir haben eine Frage. Beziehungsweise einen Kommentar, da wollte ich auch gerade drauf eingehen, nämlich von Binsk Petropolis. Ich sehe das nicht so mit dem Probieren und dann hört man halt wieder auf. Es tut dann jedes Mal wieder weh und der Selbstwert sinkt mit jedem Misserfolg und man will gar nicht mehr neu anfangen. Und ich glaube, da stecken natürlich jetzt mehrere Punkte drin. Zum einen, also ich meine natürlich damit nicht wild ausprobieren, so ungefähr mit jedem Mal probieren, ob es dann irgendwann mal klappt, das meinte ich natürlich nicht, sondern genauso wie ich auch nicht meinte, überhaupt keine Ansprüche zu haben, sondern einfach zu schauen, es geht ja immer um Balance, ja? Also ich meine, wie überall im Leben, ich bin so ein Balance, das heißt ja bei dir auch Single Balance, also von daher ist auch bei dir die Balance. Ich bin auch immer so ein Balance-Fan. Es ist nicht das eine richtig und nicht das andere richtig, sondern es geht immer darum, die richtige Balance zu finden. Also eben vielleicht, wenn man so das Gefühl hat, naja, zu 60%, 70%, 80% könnte es passen, dann ausprobieren. Wenn man das Gefühl hat, es passt eh nur zu 20%, dann würde ich es auch nicht ausprobieren, klar. Und das andere... nicht mit jedem, so, oh Mann. Nee. Oder auch nicht umgekehrt als Mann mit jeder. Ja. Und das andere mit dem, weil es dann jedes Mal wieder weh tut. Naja, klar, das Ende einer Beziehung tut immer weh. Mindestens einer Seite, nämlich derjenige, mit der Schluss gemacht wurde. Nicht unbedingt immer der Schluss macht. Da ist es unterschiedlich. Aber die Frage ist natürlich, wie sehr tut's weh und wie viel Gutes hatte man aber vielleicht vorher auch? Weil manche sehen immer nur das mögliche Ende, dass das wehtun könnte und übersehen aber vielleicht ein Stück weit auch, dass man womöglich vorher Wochen, Monate oder Jahre lang auch eine schöne Zeit hatte. Das ist das, was ich auch oft bei Streit erlebe, dass die Leute am Schluss nur noch das Negative sehen und vergessen, dass aber die Beziehung vielleicht mal auch richtig schön war, dass man diesen Menschen mal geliebt hat.
Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, den man sich mal vor Augen halten muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Mariam. Ja, ich möchte auf jeden Fall was zu sagen, denn also erstens probieren, wie du schon sagst, es geht ja nicht darum, Welt durch die Gegend zu vögeln. Ich bring's mal auf den Punkt, Ja, ja. manche wollen das auch, das ist ja auch okay, dann Ja, muss das ist jeder für okay, sich das ist wissen. okay. Aber das auf die Frage jetzt Genau. geantwortet, ne? Es geht ja darum, dass wenn ich so wie beim Dominik, wir haben uns da auf den Wiesen gegenseitig hochgeschaukelt, dann sind wir in seinem Zimmer gelandet, ja. Und dann war die große Frage, ja, wie geht's jetzt weiter? War das jetzt nur ein Wiesenflirt? Passiert da mehr? Wir haben uns für mehr entschieden, weil es uns gut getan hat. Wir haben gemerkt, Genau. es fühlt sich gut an und ja, das kann viel Ärger geben auf der Arbeit. Das gab es auch, ja. Also es gab richtig viel Ärger mit unserem Chef nachher. Aber deswegen, da sind wir wieder dazu gekommen, eine Balance zu gründen. Also alles hat wieder seinen Sinn. Das ist Ja. auch schön, auch mit dem Arbeitgeber. Das ist ein schönes Beispiel. Ja. Ist nicht so schön auseinandergegangen, aber ich bin sehr, sehr dankbar für die coole Zeit, die ich da hatte. Genau. Und wenn wir gar nicht uns trauen, es auszuprobieren, dann können wir nur verlieren. Wir verlieren. Und der Selbstwert sinkt übrigens nicht, weil es nicht funktioniert hat. Der Selbstwert sinkt, weil wir reinprojiziert haben, dass dieser Mensch jetzt die Erlösung ist für unsere Probleme. Wir bleiben immer auf dieser Verhaltens- und Ja, Umweltebene. Das und weil wir uns selbst die heißt, Schuld geben, anstatt dass es halt einfach manchmal nicht klappen kann, da hat niemand Schuld dran. genau, Ja. uns selbst oder dem anderen. Aber ich nehme Ja. das mit der Schuld. Ich sag jetzt mal was. Wenn wir immer von Beziehung in Beziehung hüpfen und nicht an uns arbeiten, ja, dann haben wir, ich bringe das mal auf den Punkt, selber Schuld. Spätestens nachdem man Ja. das Interview gesehen hat, weiß man, oh, es gibt eine Lösung, man kann was machen dagegen und Ja. dann fühle ich nicht mehr einen mangelnden Selbstwert, sondern ich kann in die Selbstliebe kommen, ich kann in einen hohen Selbstwert kommen und ich kann das Leben genießen und Genau. wenn sich Mangel auftut, weiß ich, habe ich Tools, die zu bearbeiten. Und Genau. das ist, wir geben die Macht nach außen ab. Ja. Und natürlich tut das weh, aber was tut denn meistens weh? Also ich nehme jetzt mal, du triffst jemanden, Typen, du triffst dich mit denen 3, 4, 5 Mal, ja, und dann geht das wieder in die Binsen. Und was tut denn dann weh? Doch nicht der Typ. Nee, Das, die die Enttäuschung Enttäuschung. Die tut doch weh. Enttäuschung, Ja, das ist natürlich. doch das, was weh tut. Ja, Nicht der Typ, und den kann man ja Enttäuschung enttäuschen. heißt ja, ich habe mich getäuscht in meinen Erwartungen. Genau, und Ja. da möchte ich ran, weil Übrigens, das braucht man nicht. da kommt gerade nochmal Da kommt von was. Manuela was, nämlich mit dem, ich war zufrieden und so weiter und dann war mir alles zu eng. Versteht das jemand? Ja, ich verstehe Das das. hat, also erstmal hat, also meiner Meinung nach, hat es sehr viel mit Persönlichkeitstypen zu tun. Es gibt Leute, die brauchen so viel Nähe, wie es nur irgendwie geht. Und es gibt Leute, die wollen es nicht so eng. Und das ist natürlich immer dann schwierig, wenn es nicht zusammenpasst. Wenn der eine mehr Nähe braucht als der andere. Aber das mal unabhängig davon. Wenn man Angst vor Nähe hat, dann steckt doch da auch oft, ja, was dahinter, was in einem selber liegt, weil man sich selbst noch nicht liebt. Wie siehst du das, Mariam? Ja, also für mich, so also wie Manuela das schreibt, weil sie sagt ja, er war liebevoll, ehrlich, hatten denselben Humor, ich war zufrieden, nur dann ist mir alles zu eng. Versteht das jemand? Er war meine Jugendliebe, es war alles so einfach mit ihm, wir konnten uns über alles unterhalten. Und genau da lese ich schon was raus. Es war alles so einfach mit ihm. Aber vielleicht haben wir den Glaubenssatz, Beziehungen sind schwierig, Beziehungen sind kompliziert, für Beziehungen muss man arbeiten, ja, und eigentlich bin ich es eh nicht wert, geliebt zu werden. Ja, das ist alles, dass das Problem daran ist, oder nicht das Problem, sondern die Herausforderung, dass das alles auf einer tiefen, unterbewussten Ebene sich abspielt und uns das nicht bewusst ist. Und deswegen, liebe Manuela, verstehst du dich da nicht? Ich verstehe dich schon. Ja? Und jetzt müssen wir herausfinden, woran liegt das? Warum darfst du nicht leicht und glücklich leben? Ja, warum wird es dir dann zu eng? Warum kannst du dann nicht sagen, hey, kann ich wieder ein bisschen mehr Freiraum? Ich brauche ein bisschen mehr Freiraum. Das wäre ja auch eine Alternative. Aber dann schmeißen wir oft, ich kenne das auch, ich bin früher gehüpft von entweder Typen, die haben mich erdrückt mit ihrer Liebe, wo ich wirklich gedacht habe, Gott, und heute weiß ich, das war gar keine Liebe, das war reiner purer Egoismus, ne? Nämlich nicht allein zu sein und die Angst, dass ich ihn verlasse. Und die,
die dann sich einfach eine Woche nicht gemeldet haben. Beides hat mich zum Rande des Wahnsinns getrieben, bis ich für mich erkannt habe, bis ich für mich herausgefunden habe, ich brauche beides, Freiraum und Nähe. Und so nehme ich mir jetzt zum Beispiel in meiner Ehe Auszeiten und sage, ich bin jetzt beim Coaching in der Eifel und weißt du was, statt den einen Tag bleibe ich eine Woche, ja, und nehme mir da ein nettes Fachwerkhäuschen und bin einfach für mich, ja, deswegen telefoniere ich trotzdem mit meinem Mann, weil ich auch die Nähe brauche, ja, weil ich habe diesen Freiraum. Und das muss man aber erstmal erkennen. Du hast gerade eine ganze Menge Daumen oben für diese Aussage bekommen, eine ganze Menge. Du, wobei du gerade gesagt hast, ob da ein Glaubenssatz dahinter steckt und einen, den du aufgelistet hast, war, dass eine Beziehung Arbeit ist. Denkst du nicht, dass man auch an einer Beziehung arbeiten muss? Aber hallo. Und auch diese Beziehung, die da glücklich gelaufen ist. Jetzt ist meine Gegenfrage an Manuela mal, wie lange hat das denn gehalten mit war alles gut? Weil natürlich ist eine Beziehung Arbeit. Das machen sich auch viele nicht klar. Das ist, siehst du, das eine Beispiel, die anderen sind ja, es wird schwierig und dann schmeiße ich die Flinte ins Korn. Ja. Ja? Und Beziehung, natürlich ist das Arbeit. Haben wir manchmal Krisen in unserer Ehe? Natürlich. Schnauzen wir uns auch mal an? Klar. Ja? Ist es im Harmonischen? Nein. Reibung erzeugt Nestwärme. Ja, weiß ich nicht. Letztens habe ich vor Wut eine Tasse geschmissen. Ne? Oh, die arme Tasse. Ja, die arme Tasse, ja. Das war nicht so gut. Habe ich mit dem Coach aber hingeguckt, okay, was ist es denn? Da habe ich festgestellt, oh, die Wut auf meinen Bruder, weil der hat mich immer zur Weißglut gebracht. Und der Dominik hat anscheinend den gleichen Gesichtsausdruck gehabt und die gleichen Geste so, ne? Und dann ist da was in mir ausgetickt. Und dann habe ich das bearbeitet und dann ist es weg. Jetzt schmeiße ich keine Tassen mehr, weil, wie sagte der Coach, schreib doch mal auf deine Homepage, ich bin ein Tassenschmeißer, ja? Nein, ich möchte kein Tassenschmeißer sein. Aber ich will nur sagen, deswegen ist die Liebe nicht weniger, deswegen ist dass die Wärme nicht weniger, ja, sondern Muster. Und natürlich hat der Dominik auch seine Muster, aber die erzählt er dir vielleicht mal irgendwann selber. Hätten wir mal zwei Männer, das wäre auch mal interessant, ja. Obwohl, danach erzählt er zu viel aus dem Nähkästchen, man weiß es nicht, ja. Hast du da Angst davon? Da hast du kein Problem damit. Ich habe keine Angst davor, ich werde dann vielleicht ein bisschen rot, man weiß ja nicht. Das sieht man bei dir eh nicht so leicht, liebe Mariam. Also Manuela sagt, 6 Monate wart ihr zusammen. Und deswegen glaube ich, dass da diese Glaubenssätze hinterstecken. Fühl mal in dich rein, Manuela, ob etwas Resonanz hatte, ob du bei irgendwas sagtest, oh ja, das kann sein. Weil wir laden natürlich in so einem Interview immer nur ein. Ich habe dich nicht gegenüber. Ne? Michael, du weißt selber, wenn ich jemanden gegenüber habe, dann kann ich das testen, dann kann ich rausfinden, welcher Glaubenssatz ist genau. Aber wir werden das in der Challenge rausfinden jetzt. Ja? Wir werden ganz viele Sachen rausfinden. Also die hat es diesmal wirklich in sich. Ich habe die komplett neu überarbeitet. Und ich kann dir verraten, es sind erst 2 Videos abgedreht, nämlich Montag und Dienstag die Aufgabe, weil ich diese Challenge diesmal direkt an den Menschen mitentwickle, wie ich das eigentlich immer mache. Wollte gerade sagen, machst du doch immer. Ja. Ich mache das immer. Ich habe das einmal jetzt nicht gemacht, die ist trotzdem gut geworden, meine Sprachen der Liebe-Kurs, aber bei der Challenge jetzt, die gab es schon mal. Also wenn Leute sagen, oh, ich war schon mal in der 7-Tage-Challenge, du hast sie auch schon mal beworben, die hier ist komplett anders. Ja, die ist komplett nochmal neu aufgebaut. Es sind 1-2 Sachen gleich, weil die gut waren, aber trotzdem tiefer. Und erst am Dienstag werde ich entscheiden, was am Mittwoch für eine Aufgabe kommt. Ja, das heißt, wenn du dich kennenlernen willst, dann spricht nichts dagegen, in diese Challenge zu kommen, finde ich. Ja, ja. Und ich kann euch eins versprechen, Mariam bleibt dran und ist hartnäckig und wird nicht locker lassen. Das ist manchmal Fluch und Segen. Es kann manchmal auch nerven, aber es führt zum Ziel und das ist das Entscheidende. Und Dominik schreibt übrigens auch fleißig mit hier, er nimmt dich beim Wort und so weiter. Ja, kriegst du, was hat er geschrieben? Ich muss aufpassen. Nee, also es ist wirklich, ja, also Manuela sagt ja auch, im Prinzip war es so, wie ich mir eine Beziehung vorstelle, alles, was ich bisher nie hatte, hatte plötzlich Verständnis, Respekt, Liebe, Zuneigung, Interesse an mir als Mensch. Und woran hat es dann gehakt? Und ich sage dir, wenn das deine Idealvorstellung war, du hast es bestellt, und es bekommen, sage ich mal, beim Universum, in Anführungsstrichen, und dann läufst du weg.
dann müssen wir ran an die Suppe. Sonst genau, wird dir vor das allem, wenn ich, nochmal passieren. Ich meine, es ist, jeder Mensch ist ja ein bisschen anders. Manche wollen ja, und das höre ich ja hier bei, oder lese ich ja hier bei einigen raus, dass sie unbedingt so den Partner für den Rest des Lebens suchen. Das ist so diese romantische Vorstellung. Ich finde einen, mit dem ich die nächsten 50, 60, 70 Jahre zusammen bin. Mariam, du hast ja auch schon einige Beziehungen hinter dir. Du hoffst das jetzt wieder, aber ich wünsche es euch auch. Aber, und du wirst auch dran arbeiten. Aber wenn jetzt, gerade das ist das, worauf ich hinaus wollte, wenn man das will, ich selber bin zum Beispiel nicht so, aber wenn man das will, wenn man die Beziehung für den Rest des Lebens will, dann darf man eine davonlaufen, dann muss man eben auch was dran machen, dann muss man dran arbeiten, dann muss man an sich arbeiten, dann muss man an der Beziehung arbeiten. Und wer dazu nicht bereit ist, der braucht sich nicht wundern, wenn er es nicht schafft über längere Zeit. Ganz banal mal gesagt. So ist es doch. Genau, wie hat mein Coach heute gesagt, Selbstliebe ist es, sich jeden Tag ein kleines Stück zu beweisen, indem man kleine Schritte geht, dass man sich selbst liebt. Ja. Wir machen kleine Schritte. Natürlich kann ich jetzt sagen, hier, ich habe ja auch eine Jahrescoaching-Plattform, wo ich die meisten bleiben länger, die meisten bleiben 1,5 bis 2 Jahre, ja, weil ich da begleite, weil ich da Ansprechpartner bin, weil ich der Coach bin, der nah dran ist, ja, und wie hier auch einige schon schreiben, unbequem kann ich auch sein und ehrlich bin ich, ja? Also ja. Das sind ja Kundenstimmen, die hier gerade kommen, ja, ja, ja. Das habe ich habe die, ne, so, und ich glaube, dieses immer ein bisschen was machen, Schritt für Schritt, weil, seien wir doch ehrlich, dauerhaft kannst du nur was verändern, wenn du die Schritte langsam gehst. Mhm. In der Regel gibt es wenige Marathonläufer. Es gab wohl mal einen in den USA, aber eigentlich gibt es in der Regel keine Marathonläufer, die einfach loslaufen. Sondern es gab vor allem mal diesen Cliff Young in Australien. Ich weiß nicht, ob du diese Story kennst, der nicht wusste, wie man Rennen läuft und einfach gelaufen ist Tag und Nacht und dann schneller war als alle anderen. Lebt übrigens nicht mehr, aber... 3 Tage, glaube ich, schneller. Ich glaube, 3 Tage, 1,5 Tage. Nee, aber ich glaube, also die anderen haben ihn jedenfalls nicht mehr einholen können, weil die anderen noch geglaubt haben, man müsste nachts irgendwie 4 oder 5 Stunden. Genau. Mittlerweile laufen sie alle durch, aber damals halt nicht. Du, da haben wir noch eine Geschichte. Was ist, wenn der andere nicht daran arbeitet, sondern lieber davonläuft? Also mein Punkt dazu oder meine Erfahrung, und sag du bitte gerne als Single-Profi deine Meinung dazu, dass es manchmal einfach zu spät ist, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn man dann versucht, mit dem anderen drüber zu reden. Meine Erfahrung ist, man muss sehr früh auf beiden Seiten klarstellen, dass das Arbeit ist und dass man offen ist zueinander, dass man daran arbeitet, dass man drüber reden kann und so weiter. Wenn man dann erst anfängt, wenn schon die Probleme da sind, darauf zu hoffen, dass der andere mitarbeitet, dann ist es oft schon zu spät. Ja, jein. Also erstens glaube ich mal... Ja, weil erstens meine Gegenfrage würde wieder heißen, ja, wie oft passiert dir das denn und was heißt denn aneinander arbeiten? Weil früher habe ich auch gesagt, ja, wir müssen mal aneinander arbeiten, aber wenn man 2 Monate oder manchmal sogar nur 2 Wochen zusammen ist, ich erlebe ja alles als Single-Coach, ja? Ja, klar. Und dann sagt man, ja, aber man muss dran arbeiten. Also man muss, aber der hat ein Drogenproblem. Ja, aber ich muss auch da sein. In einer Beziehung muss man auch füreinander da sein. Ja, ja, aber der hat sonst auch ein Fremdgehproblem. Aber bei mir wird alles anders. So, und dann sagt man, ja, der will aber gar nicht an sich arbeiten. Also die Frage ist doch auch, wie lange ist man denn zusammen? Lohnt sich das Arbeiten überhaupt? Das ist erstmal die erste Frage. Und wen habe ich mir ins Leben geholt? Das ist für mich immer die nächste Frage. Wenn ich mir immer wieder die Chaos-Männer ins Leben hole, damit ich dann an ihn rumdoktern kann, damit ich gar nicht bei mir selber hinschauen muss, weil es so viel schöner ist, wenn man in der anderen Suppe rumwühlt, ja, dann, verstehst du, wie ich das meine? Ja, klar. Da gibt es bei mir auch ganz klare Grenzen. Ich meine, als Coach habe ich natürlich irgendwie immer so ein bisschen das Helfersyndrom, hast du ja auch. Aber trotzdem, da muss es ganz klare Grenzen geben, was nicht in Frage kommt. Also weil du jetzt gerade von Drogen oder Fremdgeproblemen oder was weiß ich was gesprochen hast. Da muss man für sich selber auch ganz klare Grenzen ziehen und sagen, da gibt es irgendwo ein Ende, wo ich sage, da bin ich gar nicht erst bereit dafür. Das ist meine Meinung. Genau, und deswegen, die Frage ist ja immer, wen ziehe ich in mein Leben und wieso ziehe ich den in mein Leben, ja? Und natürlich, mein Mann und ich arbeiten auch permanent an unserer Beziehung, ja? Aber wir sind 5 Jahre zusammen. Und wenn es dann der Ärmste. Der Ärmste. Bei mir muss daran. Nee, Quatsch. Ja, und natürlich ist das eine Entscheidung. Und dann muss ich aber auch sagen, es ist auch eine Entscheidung für sich selber. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel coache ich ja Singles, aber manchmal kriege ich ja auch Anfragen von Paaren oder beziehungsweise meistens von den Frauen außer Beziehung, ja, und
die fragen mich dann, ob ich mit denen arbeiten kann, weil ihre Ehe gerade sehr, sehr schwierig ist. Und ich habe da ein Beispiel, die kam wirklich zerstört, weinend in mein Coaching und war wirklich am Boden zerstört und hat gesagt, wir haben zwei Kinder, ich will mich scheiden lassen, ich kann nicht mehr. Ja, und dann habe ich mit ihr einen Deal gemacht. Damals habe ich noch nicht die Power-Coachings gemacht, inzwischen coach ich ja direkt 5 Stunden am Stück, aber damals habe ich noch so eineinhalb Stunden gemacht. So, dann habe ich gesagt, wir machen jetzt einen Deal, 3 Monate gibst du mir Zeit, wenn du in 3 Monaten immer noch in dem Zustand bist, wenn du ihn dann immer noch doof findest, dann kannst du dich trennen, aber diese 3 Monate gibst du mir. Nach 3 Monaten habe ich gesagt, und, wie sieht's aus? Dann hat sie gesagt, weißt du was, ich habe gemerkt, mein Mann, der hat auch voll viele Ängste, die arme Sau. Ja? Der ist halt eigentlich ein guter Mann und seine Ängste sind nicht meine Ängste und das passt schon. Einen besseren finde ich auch nicht. Das ist schon stimmig. Und die schickt mir heute noch Postkarten aus dem Urlaub mit Dankesagung, dass ich ihre Ehe gerettet habe. Wobei sie hat die gerettet, denn sie hat sich entschieden zu kommen, an sich zu arbeiten und der Ehe eine Chance zu geben. Das heißt, umso mehr du an dir selber arbeitest, umso mehr du dich selber besser kennenlernst, ja, und bereit bist hinzugucken, was es mit dir macht. Weil es ist ja immer, wenn dich was auf die Palme bringt, hat es ja immer was mit mir zu tun. Und glaub mal, ich so als Coach, ne, in der Ehe, sehe ich das ja gar nicht immer ein. Ich gebe ja zu, ich sehe das nicht immer ein, dass das was mit mir zu tun hat. Ja? Und wie mein Mann sagt... Ach, dass ich das mal weiß, Mariam. Ja, natürlich. Nein, weil da ist nämlich Mariam, also für die zuhören, da ist nämlich Mariam sehr, 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 sehr penetrant, wenn jemand das nicht einsieht, dass es mit sich selbst zu tun hat. Natürlich hat es mit einem selbst zu tun, aber man sieht es ja tatsächlich oft nicht gerne ein. Und da kann sie sehr penetrant sein. Und jetzt hat sie gerade zugegeben, dass sie bei sich selber da auch, finde ich super. Ja, und das ist auch gar nicht schlimm. Wichtig ist daran, dass... Bin gespannt, was Dominik dazu mitschreibt. Dass man auch sagt dann, ja, okay, wenn ich jetzt mal wieder runterkomme, weil du kennst das ja auch, man ist auf Zinne, ne? Jemand drückt einen Knopf, man ist auf Zinne und dann geht das Gehirn ungefähr 20 Minuten auf, mein Mann liked hier schon. Ja, jetzt hat sich zugegeben, ich hab's auf Video. Ja, du bist auf Zinne und dann, wenn dann noch jemand sagt, wir müssen mal dran arbeiten an deinem Thema, echt, dann schmeiße ich Tassen, ne? Nein, Quatsch. Ich will nur sagen, wichtig ist, danach zu sagen, okay, wie viel war das denn jetzt mein Thema? Ja, wie viel ist denn jetzt Resonanz gesetzt und so? Und dann weiß ich natürlich, das ist auch mein Thema. Es ist natürlich auch sein Thema, sonst hätten wir das Thema nicht. Ja? Jetzt und hat er aber was Schönes geschrieben. Ja, ich liebe sie einfach. Ja, jetzt hat er Beweismaterial. Du, aber jetzt warte mal, um deinen Redefluss, weil du sollst ja hier jetzt nicht alles gleich coachen, du hast ja deine Challenge dann, weil wir haben hier noch das mit der, eine Beziehung ist wie eine Blume und dann schreibt Alexandra drunter, ja, und ich habe keinen grünen Daumen. Also ein wunderschöner Glaubenssatz, sag doch was dazu. Selbstwertglaubenssatz. Und sie lacht dahinter, ne? Das ist übrigens ganz spannend. Du kennst es ja auch mit Glaubenssätzen. Ja. Dieses, und ich habe keinen grünen Daumen und dann lachen wir es weg, aber es ist ein mega Problem, wenn man sagt, Beziehung, der eine sagt, Beziehung ist wie eine Blume und man muss sich kümmern und der andere sagt, haha, ich habe keinen grünen Daumen, dann lacht man etwas weg, was ganz dramatisch im Inneren ist, weil das ist ein Glaubenssatz, den könnten wir jetzt noch umstellen. Ich würde fast sagen, der ist auf der Identitätsebene. Ja, wenn ich den noch hinterfrage, dann kommen wir auf eine Ebene, ich bin nicht beziehungsfähig. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ne? Schau mal, hat sie 24 Jahre eine Beziehung geschafft. Also ganz ohne grünen Daumen geht das nicht. Schreibt sie 24 Jahre war sie in der Beziehung? Ist doch die gleiche, ja genau. Ja, nicht beziehungsfähig sein. Das ist ja, das geht ja gar nicht. Ja? Eben. Das geht nicht. Sie war eingesperrt im Keller oder so. Absolut, ne? Glaubenssatz und das, was du gerade gesagt hast, mit dem dann lachen wir es weg, das erlebt man oft auch nicht nur hier mit Emojis und mit Smileys und so weiter, sondern das ist das, was ich übrigens bei Frauen stärker als bei Männern, die sagen etwas, dann kommt hinterher so ein Lachen, meistens so ein bisschen albern klingendes. Ich nenne das immer das Peinlichkeitslachen. Da ist das, was gerade gesagt wurde, der Person selbst peinlich, ohne dass sie es aber selbst wirklich merkt. Also das Unterbewusstsein lacht dann, was man dann auch deutlich hört, aber ihnen selber ist oft nicht bewusst, was sie da tun und sie stellen da ihre eigene Aussage schon in Frage und merken, dass da was nicht stimmig ist. Und das ist genauso hier jetzt dieser Ding. Also passt mal ein bisschen auf, was ihr sagt zu euch selber, aber auch nach außen, nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich. Mündlich und was ihr fühlt. Glaubenssätze.
Glaubenssätze sind so mächtig. Die werden auch ordentlich drankommen in 7 Tagen. Na klar, das ist das Wichtigste überhaupt. Und ich will aber noch was zum Lachen sagen. Ja. Ich bin ja, jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, aber die Mariam lacht auch immer. Ja, und ich lache auch. Ich sage, scheiße, nee, eine Tassenwerferin will ich auch nicht sein. Ne? Und dann nehme ich es aber gleichzeitig ernst. Das ist dann aber Coaching mit Humor. Ja? Es ist ein Unterschied zwischen Lachen und Lachen. Nicht jedes Lachen ist ein Peinlichkeitslacher. Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, boah, da habe ich wieder Scheiter. Heiter ist ja so ein Motto von uns, ja. Ja, das habe ich super gemacht und lacht dann, ja, und sagt, das hätte ich auch besser gekonnt, aber na gut, da musste ich halt nochmal die Schleife gehen. Oder ob ich sage, ich bin halt auch nicht die Hübscheste. Das ist für mich auch oft so ein kindliches Teil, weißt du? Ja, so das ist der Peinlichkeitssache, genau. Das ist das genau, innere so Kind, klar, da bist logisch. Du rhetorisch besser, besser geschult. Du bist ja Rhetorikprofi Nummer 1, der Hitchcock, ne? Und das ist, da mal drauf zu achten. Und Alexander sagt, das war mehr Selbstaufgabe, denke ich, heute Angst mit 3 Kindern, nichts anderes mehr zu kriegen. Und trotzdem warst du beziehungsfähig. Trotzdem warst du beziehungsfähig. Vielleicht nicht mehr die Beziehung, die du heute leben möchtest. Das ist etwas anderes. Ja, nicht mehr die Beziehung, wo du nach 24 Jahren sagst, oder weiß nicht, wie lange du jetzt getrennt bist, hey, so eine Beziehung will ich nicht mehr. Das Problem ist aber auch, wenn du sagst, Selbstaufgabe, ist wieder das Nächste, nämlich die Prägung, dass wir uns in Ehen, also wenn Ehen sehr lange dauern, ist es auch ähnlich prägend wie in der Kindheit. Ja? Also wenn ich Leute im Coaching habe, die lange verheiratet waren, dann habe ich einmal das Kindheitsthema und dann habe ich noch das Thema mit der langen Beziehung, mit der Ehe, mit dem Ehemann. So, und dann, oder Ehefrau, ne? Bei Männern. Und dann müssen wir diese Prägungen rausnehmen, weil sonst haben wir immer Angst vor einer Beziehung, dass wir wieder in eine Selbstaufgabe kommen. Das heißt, der Mann hat einen blöd angeguckt. Ich hatte das schon nach 5 Jahren. Ich hatte, nach 2,5 Jahren, hatte ich einen Menschen, der war sehr verletzend. Er hat dann so Sachen gesagt, wie guck mal, wie fett du geworden bist. Ist doch kein Wunder, dass ich nicht mehr mit dir in die Kiste will. Ja, ja. Das habe ich dann dem Dominik, aber der Dominik hat dann, ich habe da schon zurückgeschossen. Ich bin ja sehr, sehr, wie sagt man, sprachgewandt, ja, aber es hat was mit mir gemacht. Und dem Dominik habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe mir dann so ein eigene Sache kreiert, habe ich mal gesagt, ja, du findest mich bestimmt auch bald nicht mehr sexy und der hat ja auch zugenommen und ja, und dann hat er irgendwann gesagt, stopp, ja, du machst gerade ein Problem, wo überhaupt gar kein Problem ist und das ist irgendwie überhaupt gar nicht mein Thema und ich finde dich schön und das ist auch immer noch so. Der Dominik sieht weder, ob ich abnehme noch zunehme. Ich meine, klar, wenn ich jetzt 30 Kilo zunehme, wird er schon merken oder 30 Kilo abnehme, aber ob ich jetzt 4 oder 5 Kilo zunehme, sieht er nicht. Außer, einmal hat er gesagt, so eine Hose, die soll ich lieber nicht anziehen, die ist nicht so oberschenkelfreundlich. Ja, da haben aber wir Männer auch ein Riesenthema, weil du weißt ja, wenn eine Frau fragt, Schatz, bin ich zu dick? Egal, was wir sagen, ist es immer scheiße. Ja, aber mein Mann darf das sagen. Also der darf sagen, die Hose ist Oberschenkel nicht so, ich hatte gesagt, Oberschenkel untauglich. Da hätte ich ihm vor Jahren, hätte er aber laufen können, ja. Aber heute war, ja, ist doch wahr. Ja, aber ich weiß, mein Mann liebt mich, ja, und bei der Hose hatte ich recht. Dominik, super. Also das nächste Mal nehmen wir Dominik als dritten Mann mit rein hier unbedingt. Ich habe auch gedacht gerade, ne, nächstes Mal müssen wir mal ein Interview zu dritt machen, weil es ist ja geil hier. Conny sagt, danke lieber Michael, endlich sagt mal einer mit immer dieses Lachen nach ganz normalen Sätzen, die gar nicht lustig sind. Ja, ja. Genau. Muss man noch ansprechen. Da ist noch was von Manuela drin, nämlich spielt die Kindheit, wie man selbst die Eltern erlebt hat, auch eine große Rolle. Also nach meiner Erfahrung im Selbstwert spielt es eine große Rolle, weil wir natürlich von den Eltern viel übernehmen und viel erlernen, viel abschauen und so weiter. Das kann also die Selbstwert schon sehr, aber es ist ja deine eigene Aufgabe, daran zu arbeiten. Ja, und das ist, also ich habe jetzt so ein bisschen ironisch Nein gesagt, also... Man muss sich mal vorstellen, wir kommen auf die Welt, dann sind wir auch schon kein unbeschriebenes Blatt mehr. Das ist ja inzwischen wissenschaftlich auch erwiesen, dass wir im Mutterleib schon Gefühle übernehmen. Also gar nicht mehr, wir kommen nicht gar nicht mehr. Nicht nur Gefühle, alles Mögliche, Glaubenssätze sogar schon. Glaubenssätze, alles Mögliche. Also wir machen es mal einfach für die, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben. Ja. Aber man kommt nicht mehr als weißes Blatt auf die Welt. Ja. So, und dann lebt man mit den Eltern. Man lebt in der Regel. Ne? Oder man lebt nicht mit ihnen, das prägt einen natürlich auch. Ja, natürlich. Und all das, was wir da sammeln in dieser Zeit, ne, das schleppen wir wie so ein Hinkebein, wie so eine Karre hinter uns her. Ja? Und das fließt in unsere Beziehung ein. Und natürlich in der Beziehung
ist in der Regel der Spiegel, der Partner, der Spiegel der Elternthemen, die wir noch haben. Und das kann, und da ist es auch wieder, ich bin halt ein Fan von Individualismus, ja, weil jeder hat seine eigene Elterngeschichte. Ja. Ich mache Ende des Monats ein Gruppencoaching in Hamburg, ja, und da geht es wirklich darum, in 3 Tagen mit maximal 10 Leuten die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Und ja, das kann ich, weil ich weiß, okay, wenn ich bestimmte Fragen stelle, das ist jetzt in der 7-Tage-Challenge auch so, die sind so individuell, dass jeder nachher seinen eigenen Magiekoffer hat, damit es ihm besser geht im Leben. Ja, ja, ja. Und ich kann mal ein Beispiel einfließen lassen, wie stark solche frühkindlichen Sachen tatsächlich sind, weil viele sich das gar nicht vorstellen können. So nach dem Motto, damals konnte ich noch nicht logisch denken oder ich kann mich an das gar nicht mehr erinnern oder sonst irgendwas. Er hat jetzt zwar nichts mit Beziehungen zu tun, aber nur mal zu zeigen, wie stark das prägt. Ich hatte mal eine, die hat aufgrund der Elterngeschichten, die da liefen, also Vater wollte das Kind nicht haben, ist abgehauen noch während die Mutter schwanger war, wurde dann, weil jugoslawische Eltern oder jugoslawische Familien mit viel Druck wieder dazu gezwungen, quasi die Frau doch anzunehmen, als das Kind schon 1 Jahr alt war. Und hat dann aber darauf bestanden, dass das Kind statt eines deutschen Vornamens einen jugoslawischen bekommt. Und das heißt, das Kind wurde mit 1 Jahr umgetauft. Und das, dieser, wo man jetzt sagt, okay, ist ja nur ein anderer Name, das hat so eine Identitätskrise herbeigeführt, dass diese Frau, die war bei mir im Coaching, da war sie knapp 30 oder sowas, also 29, 28, 29, dass die ihr ganzes Leben fast nie gut schlafen konnte, immer Panik hatte, dass irgendwas passiert, dass Einbrecher kommen und sonst was. Und als es dann tatsächlich mal einen Einbruch in einem Hotel mit 1500 Zimmern gab, mit 1500 Zimmern, sind sie ausgerechnet bei ihr eingebrochen. Also sie hat es dann auch noch angezogen, ja. Um nur mal zu zeigen, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fantastisch, aber genau so ist es. Wir ziehen da unheimlich viel an und so eine Kleinigkeit wie, Kleinigkeit in Anführungszeichen, wie den Namen zu verändern, ist sicher was anderes, wie jetzt eben ohne Vater aufzuwachsen, ohne Mutter aufzuwachsen oder keine Ahnung, was es sonst noch alles für prägende Momente gibt oder womöglich Vergewaltigung oder sonstiges. Ist das eine relativ kleine Nummer, könnte man meinen. Trotzdem, das hat weitreichende Folgen gehabt. Und viele, und da könnt ihr jetzt genauso wie du wahrscheinlich zig Beispiele erzählen, wir unterschätzen das oft, was da passiert ist in der jungen Zeit. Und was wir auch unterschätzen ist, den Schmerz, die Frust, alle diese negativen Gefühle, die wir oft von Eltern übernehmen. Wir sind ja so die Scheidungsgeneration, ne? Ich bin gestern 41 geworden, also ich bin so die Scheidungsgeneration, so wo das so anfing, sage ich mal, ja. Also so meine Großeltern waren bis in den Tod verheiratet, ja, aber meine Mutter hat sich scheiden lassen. So. Und Scheidung tut natürlich weh. Und wenn wir diesen Schmerz nicht ins Bewusstsein holen, und zwar so ins Bewusstsein, was tut denn da weh und wie kann ich das verändern, ja, dann übertragen wir oft viel auf unsere Kinder. Und so haben wir auch viel von, also ich habe viel von meiner Mutter damals mitgenommen und ich bin sehr, sehr froh sagen zu können, und das war auch ein langer Prozess. Es gibt Videos, wo ich noch andere Dinge sage und inzwischen bin ich mit meiner Mutter total im Einklang und total in der Liebe. Meine Mutter ist gestorben vor vielen Jahren, aber ich bin heute mit ihr im Einklang, weil ich ganz viele Dinge aufgeräumt habe. Ja, und wenn ich dann wie letztens bei im Esprit Outlet bin und dann spielen sie ein Beach-Lied, dann weiß ich, sie gibt mir ein Zeichen, das hört sich jetzt ein bisschen an, ja, und vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht ist es nur Zufall, aber ich freue mich dann und sage hallo. Aber weißt du, ich kann dir umgekehrt sagen, meine Eltern gehören auch zu der Generation, die sich nie scheiden lassen hätten, also mein Vater lebt noch, meine Mutter lebt auch nicht mehr, die hätten sich nie scheiden, mein Vater ist jetzt 81, aber sie haben halt schon sehr, sehr lange, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es anders war, haben halt immer so ein sehr angespanntes Verhältnis gehabt, teilweise dann Tage oder Wochen lang nicht miteinander geredet. Mein Vater immer mit sehr viel Ironie über oder mit meiner Mutter geredet, also so abschätzend. Meine Mutter dann hilflos, weil sie sprachlich nicht gewandt genug war und so weiter. Also ich weiß nicht, ob es nicht manchmal besser ist, dass man geschiedene Eltern hat, als wenn man Eltern hat, die sich auch streiten etc. Also das darf man auch nicht ganz gar vergessen. Gar nichts gegen Scheidung. Ich bin ja auch einmal geschieden. Ne? Ja. Ich will nur sagen, Alexander... Ich nicht, weil ich nie geheiratet habe. Auch gut, ja, aber sie sagt, na danke an meine Eltern und ich möchte dazu was sagen. Weil das war jetzt auch wieder nur ein Beispiel.
Eltern können auch zusammen sein und man hat zum Beispiel, manche lernen nie zu schreiten. Bei dir war Schreit und andere lernen gar keinen Schreit kennen. Das heißt, die haben, wenn sie dann mal Wut empfinden, schämen die sich in Grund und Boden, weil sie denken, das darf man nicht. Ne? Ja, man schreitet nicht. Ne? Das macht man nicht. Oder der Partner schreit dann an und man denkt, oh Gott, der liebt mich nicht, weil der hat mich angeschrien und meine Eltern haben, also wir haben ja Spiegelneuronen. Das heißt, wir lernen in diesen jungen Jahren mit unser, kennt man, wenn man ein Baby anlächelt, ab einem gewissen Alter fangen die an zurückzulächeln. Das sind die Spiegelneuronen. Und oder jeder kennt es vom Gähnen. Genau, und das geht aber nicht nur für das Lächeln, das geht für alles, ja. Und ich möchte noch was sagen, na Dank an meine Eltern, das ist das, was ich eben gesagt habe, Alexander, ich war auch sehr, sehr lange wütend auf meine Mutter, auf meinen Vater, auf meine Großeltern. Dann kam ich irgendwann in die Phase, dass ich gesagt habe, naja, es ist gut, weil ich dann diese Geschichten hier erzählen kann und Menschen helfen kann, dass sie sich nicht so fühlen. Und inzwischen bin ich da, dass ich sage, nein, es ist alles gut, wie es war und das, was passiert ist, ist passiert, weil sie nicht fähig waren, etwas anderes, keine andere Wahlmöglichkeit für sich hatte. Das ist schon eine hohe Stufe, dass man da hinkommt, aber genau dahin begleite ich euch, weil es nützt euch nichts, wenn ihr Wut auf eure Mutter habt, auf euren Vater habt, ja, ihr tragt das in die Beziehung mit, in alle Beziehungen übrigens, nicht nur in die Partnerschaft, sondern auch ins Berufsleben, ne, mit den Geschwistern, wie oft Rivalitäten, ja, da sage ich ja, wann hat denn deine Schwester gesagt, dass du nicht dazugehörst? Ja, da war die 8 und ich war 6. Ja? Ja, und du sitzt dir aber gegenüber eine 50-jährige Frau. Und du kannst es nicht, kognitiv versteht man es nicht und denkt so, hä, die 6, ja, hast du jetzt 44 Jahre mit dir rumgeschleppt. Was übrigens haben wir jetzt eine ganze Menge interessanter Sachen, wo jetzt genau solche Themen aufkommen. Zum Beispiel, ich habe immer gehört, du warst ja gar nicht geplant. Ich meine, ich finde es schlimm, wenn Eltern das dauernd sagen oder es überhaupt sagen, aber klar prägt sowas. Oder ich habe jetzt nach 40 Jahren erfahren, wer mein richtiger Vater ist. Klar prägt sowas, mehr oder weniger stark natürlich, das ist sehr individuell, aber das sind alles, oder ich habe mich immer als das schwarze Schaf der Familie gehört, weil ich angeblich zu viel rede. Ich meine, wer bestimmt denn bitte, was zu viel oder was zu wenig ist? Mario und ich sind beide Weltmeister im Vielreden. Ja, oder? Also ich habe das ja manchmal so, dass der Dominik sagt, dann sage ich, ja, ich habe, dann wisst ihr, der macht ja hinten die Technik und so. Und er ist dann, ich sage immer, in seinem Nerd-Zustand, ja. Und ich habe dann Redebedürfnis. Ne? Ich will reden, meine 5000 Wörter loswerden. Ich will reden. Pro Stunde. Pro Stunde. Also hast du bessere Zeit. Ja, genau. Und weißt du, was ich dann mache? Dann gehe ich gerne live und sage, oh, keiner will mit mir reden, rede ich mit euch. Also, genau. Die Stärke, ich habe gerade ein schönes Buch geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Stärken, Stärken. Von meinem Coach, das fand ich ganz cool, weil er gesagt hat, du musst noch mehr deine Stärken stärken, ja, weil boah, das ist der Hammer, was da in dir steckt. Ich finde halt, das musste ich mir aber erlauben. Das habe ich auch erst 2014, glaube ich, oder 15 war es, wo ich mir erlaubt habe, dass ich so sein darf, dass ich reden darf. Und wenn wir alle schweigen würden, wer würde dann noch was erzählen? Ja, und vor allem, es gibt ja Leute, also davon habe ich natürlich eine ganze Menge bei meinem Thema, beim Thema Selbstsicherheit, habe ich natürlich eine ganze Menge, die eben eher so ich sage immer, da kommt Unsicherheit und Introvertiertheit zusammen, also diese Schüchternen, die am liebsten gar nichts sagen. Introvertiertheit, vielleicht ganz kurz, ist natürlich angeboren oder ist Persönlichkeit, die verändert sich auch nicht im Laufe des Lebens. Unsicherheit ist erlernt, genauso kann man sie auch verlernen. Wenn jetzt beides zusammenkommt, Introvertiertheit und Unsicherheit, sind es Leute, die meistens gar nichts sagen oder sehr wenig sagen. Manchmal auch so viel reden, damit man ja nicht irgendwie mitkriegt, dass sie unsicher sind, aber die meisten sagen eher gar nichts. Und es ist traurig, weil diese Menschen haben natürlich auch tolle Sachen beizutragen und vor allem sie werden auch nicht gesehen und nicht gehört, wenn sie nichts sagen und kommen nicht weiter und sind dann hinterher frustriert, wenn sie nicht erfolgreich sind, wenn sie nicht das kriegen, was sie kriegen wollen und so weiter. Das heißt, es gibt sowieso kein richtig und falsch. Es geht auch hier wieder um die Balance. Manche reden zu viel, manche reden zu wenig, aber wer bestimmt denn, was zu viel oder was zu wenig ist? Ja, und mir ist noch eins wichtig, weil meine Eltern haben mir gesagt, ich bin nicht geplant oder nicht gewollt. Ja.
Das ist tatsächlich etwas, wenn wir da nicht rangehen, wenn wir das nicht in der Tiefe auflösen, so dass immer mit dir rumschleppen, du wirst immer das Gefühl haben, du hast keine Erlaubnis, hier auf der Welt zu sein. Ja. Behaupte ich jetzt einfach. Es kann natürlich sein, du hast es schon aufgearbeitet und hättest es aber wahrscheinlich nicht, hättest es nicht erwähnt. Ja? Genau. Und diese Erlaubnis, ich habe eine, die habe ich mal gecoacht in einer NLP-Ausbildung, da war ich begleitend unterwegs. Und ich sollte das dann aber zu Ende machen, das habe ich dann gemacht und habe mit ihr eine Timeline gemacht mit Reimprint, also da geht man ein bisschen in die Vergangenheit, an die Wurzel, ja, und da kam plötzlich diese Erlaubnis, sie hat keine Erlaubnis hier zu sein. Ja. Und das haben wir oft gearbeitet. Ich habe die vor 2 Jahren beim Laser-Dean-Konzert getroffen, oder was vor einem Jahr, vor 2 Jahren in Nürnberg, und die ist mir um die Arme gefallen, ja, und um den Hals gefallen, hat gesagt, da ist sie, die Frau, die mir ermöglicht hat, dass ich endlich da sein darf, ja, und die geht durch die Decke, ich sehe die immer bei Facebook, die ist inzwischen selber Coach und macht ganz viel, ja, und ja, super. Geht durch die Decke, nur wegen dieser einen Erlaubnis, ja, und ja, die war 53, glaube ich, oder 50, als ich mit der gecoacht habe. Ja. Ja, dann denkst du so, ist doch verrückt, es ist doch verrückt. Und weißt du, was ich daran verrückt finde, Michael? Ich meine, es ist diese Methoden, die sind ja lange bekannt, dass sie wirken. Ich erfinde ja das Rad nicht neu, du erfindest ja auch das Rad nicht neu. Nee, aber ich höre nach wie vor von vielen Leuten, das kann ja alles nicht funktionieren und das wäre alles Humbug und so weiter. Leider ist da ganz viel in den Köpfen drin. Du weißt ja, die Deutschen, gerade wir Deutsche, wir sind immer erstmal skeptisch und erstmal vorsichtig, uns kann nicht funktionieren. Und wenn es bei anderen funktioniert, heißt das noch längst nicht, dass es bei mir funktioniert. Das ist so typisch deutsch. Aber ich habe hier gerade noch ganz kurz was anderes gelesen, nämlich Manuela hat geschrieben, ich wäre als Kind froh gewesen, wenn sich meine Eltern getrennt hätten. Du, das habe ich mir auch eine Zeit lang gewünscht oder manchmal gewünscht, aber ich weiß nicht, ob das die Lösung gewesen wäre. Und auch bei dir wahrscheinlich nicht. Sondern es ist, wie es ist, so oder so. Und es ist nicht in deiner Entscheidung, ob sich Eltern trennen oder nicht, etc. Du hast sicherlich dadurch das ein oder andere erlebt, wer weiß, was du sonst erlebt hättest. Und das Entscheidende ist, was du jetzt für dich draus machst und wie du das aufarbeitest, was es mit dir gemacht hat und was du dir daraus selbst auch gemacht hast, weil es ist ja nicht immer, es hat ja nicht immer es gemacht, du hast ja auch selbst einiges gemacht. Und das muss man aufarbeiten. Ich finde, unser Vorbild, du warst, hast ihn ja schon sehr oft gesehen, Tony Robbins. Ja. Und Tony Robbins sagt dazu, wenn du deinen Eltern die Schuld gibst für den Scheiß, den du heute spürst, dann gib ihnen auch die Schuld für das, was du heute gut machst, ja, und für das, was du heute liebst und für den Menschen oder die Kinder an deiner Seite, weil das ist alles daraus entstanden. Und oder so wie Wahl schreibt, Schuldzuweisung bringt eh nichts. Da hat er vollkommen recht. Ist eine R, glaube ich, gell? Ja. Bei Wahl kann man das so schlecht sagen. Definitiv, Schuldzuweisung bringt niemanden weiter. Außer dass man in die Opferrolle geht dadurch. Genau, aber das Problem ist, sich das immer wieder zu sagen, bringt nichts. Aber wenn wir es trotzdem in uns fühlen, ne, wir müssen es auflösen. Und dafür muss man manchmal auch, nicht manchmal, man muss dazu bereit sein und da muss man auch Opfer bringen. Ich war jetzt zum Beispiel 3 Tage hier in Düsseldorf auf einem Seminar. Ich hatte gestern Geburtstag, den hätte ich auch gerne mit meinem Mann verbracht. Der ist aber in Hamburg, weil wir gerade diese tolle 7-Tage-Challenge auf die Beine stellen und da unheimlich viel, du weißt, du hast ja einen Kongress sogar schon gemacht, du weißt ja, wie viel Arbeit da im Hintergrund hinterhängt, ja. Aber ich wollte auch unbedingt dieses Seminar machen, wo es nochmal um meine Unternehmensgeschichte geht. Ja, das war mir wichtig. Und dann muss man manchmal, nicht nur manchmal, wenn man sich bewegen will, muss man auch ein Opfer, es ist ja gar kein Opfer, für mich ist es gar kein Opfer, das ist ja eine Wertung. Ich habe dann gesagt, ach, im Oktober kommen Freunde von uns, feiern wir den 20. Hochzeitstag, gehen zu U2 und dann feiern wir einfach mit denen zusammen meinen Geburtstag. Ja. Es ist eine Entscheidung. Wie hat der Dominik auf die Seite geschrieben, sich selbst kennenzulernen, ist eine Entscheidung. Ich kann mir nur die Tun. Und es kann manchmal wehtun, aber das ist ja, das Entscheidende ist ja, was hinterher rauskommt. Ja, es tut manchmal weh. Ja, Ich weiß es. Aber nur dann kannst du, übrigens geboren werden, tut dir auch in der Regel weh. Da kann ich mich jetzt persönlich nie mehr dran erinnern, aber mein Unterbewusstsein kann es wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich denke, und vor allem tut es der Mutter mit Sicherheit. Das definitiv, also habe ich gehört. Das ist ein Prozess und ich glaube nicht, dass es, also ich habe das im Coaching manchmal, dass Leute, wenn da schwere Geburten vor allem waren, dass selbst da noch Dinge hängen. Also man muss mal verrückt, ne, wie weit wir in die Vergangenheit zurückgehen. Ja? Ob es von mir schon ein Buch gibt, noch nicht, aber ja, es gibt schon Buchtitel, es gibt schon Anfänge vom Buch, es werden welche kommen. Also von Mariam müsste es eigentlich ein Hörbuch geben, wie ihr hört.
Ja, es muss auch einen Podcast geben, Sonst auch wird das da ein habe ich 3000-Seiten-Buch. ja, oder man teilt es auf, ne? Harry Potter gibt es ja auch Also von viele. mir gibt es schon 6 oder 7 Bücher, Ja, du hast aber ganz viele Bücher schon, ne? ja, Und aber auch nicht zu dem Thema Selbstsicherheit, da habe ich immer noch keins geschrieben, sondern zu meinem Business-Thema, wo es um Präsentation, Rhetorik geht, ja. ja, und das ist Körpersprache. auch, geht ja oft vieles ineinander über, ne? Aber wenn Logisch, man da ist eine es ja daraus entstanden. Das Thema Selbstsicherheit ist ja entstanden aus dem Thema, dass viele eben im Job nicht erfolgreich sind, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie Lampenfieber haben, weil sie je nach Situation natürlich ganz unterschiedlich, weil sie nicht wissen, wie sie sich am besten verkaufen. Ja, man muss sich ja heutzutage verkaufen und man wird ja nicht von selber erfolgreich. Und all diese Sachen. Alexa, ja, Entschuldigung. Ich habe nur gerade was Interessantes. Ja, genau. Also man wird nicht von selber erfolgreich. Auch dafür muss man immer was tun. Ja, Ne? Man klar. muss permanent was tun. Und Alexander sagt gerade, na, mach mal hin mit dem Buch. Und da will ich was zu sagen, weil das kannst du sicherlich auch sagen. Du schreibst ja tolle Bücher. Wir haben uns ja kennengelernt auf dem Training, wo du Ja, Trainer warst, ja, für ja. Rhetorik. Und ich glaube, du kannst auch sagen, du kannst 10 Bücher, 20 Bücher schreiben. Das, was man lernt, wenn man in das Training kommt, kann kein Buch Nee, wegmachen. nee, Ja, nee. und das beste Buch, Alexander, was du von mir haben kannst, das beste Hörbuch oder Sichtbuch auch, ja, ist Komm in meine Challenge, schau dir die Live-Talks an. Und das Gute ist, besser als jedes Buch, ich gehe auch noch auf dich ein. Ja, das heißt, ich helfe dir sogar noch mit den richtigen Fragen sofort die richtigen Klickeffekte für dich selber zu bekommen. Und wenn du dann sagst, hey, das ist super, dieses Buch möchte ich weiter lesen und mein eigenes Buch dann beschreiben mit den Geschichten, mit meinen eigenen Geschichten, weil wir schreiben deine eigene Geschichte auf meiner Coaching-Plattform. Schreibe mir eigentlich deine eigene Geschichte. Ich habe gerade so ein Resümee über Aufgabe 48, schreiben die Leute Resümee. Ich habe gerade wirklich so eine Latte an Resümee, ich muss mal fragen, ob ich es veröffentlichen darf. Ja? Weil die schreibt wirklich ihren eigenes, wie ein Buch fast, ja? Also wie ein Blogartikel fast, wie ihr Leben sich verändert hat, seitdem sie dabei ist. Aber sie hat natürlich an sich gearbeitet und hat auch schmerzvolle Punkte. Und das Lustige war, dass sie einen wichtigen Punkt vergessen hat. Sie hat sich ganz lange gequält mit den Töchtern, die ausgezogen sind. Das war ein Thema, ja? Und spannend war, das kommt da gar nicht mehr drin vor. Das haben wir so gut, ohne dass sie im Coaching bei mir war, also im Einzelcoaching oder so, ja, haben wir so gut bearbeitet auf der Coaching-Plattform, dass sie vergessen hat, dass das überhaupt ihr Thema Ja, anfangs ja ja. war. Und ich kann euch eins empfehlen, egal ob jetzt diese Challenge von Mariam oder wo auch immer ihr bei solchen Dingen teilnehmt. Also bei mir ist es ganz genauso. Ich kenne das, dass viele zwar dabei sein wollen, aber dann nichts umsetzen. Da gibt es sogar so Zahlen. Leider setzt nur ein Drittel ungefähr was um. Ist jeder selber schuld, könnte man jetzt zwar sagen, aber so einfach ist es nicht. Sondern es tut manchmal weh, weil man an Punkte kommt, die eben nicht angenehm sind, weil man ja eben mit sich oder an sich arbeitet und an Punkte stößt, die einem eben manchmal unangenehm sind, die wehtun, die man nicht anschauen möchte, an die man nicht hinspüren möchte. Aber genau da passiert die Veränderung und ich kann jedem nur empfehlen, ob jetzt bei der 7-Tages-Challenge von Mariam oder bei meinen Kursen oder bei irgendwelchen anderen Kursen, auch mal Büchern, falls die gut genug geschrieben sind und Übungen drin haben, macht genau das. Und nicht nur oberflächlich, so mit einem Satz mal schnell die Frage beantworten, sondern spürt rein, geht rein und traut euch auch, dass es mal weh tut. Und manchmal fließen auch Tränen und das ist vielleicht gerade der richtige Moment, wo Veränderung geschieht. Um jetzt auch mal so ein Statement abzugeben, weil das ist das, was ich immer wieder erlebe, dass manche dann aufhören, wenn es weh tut. Aber gerade da passiert es, dass sich was verändert. Und das muss manchmal wehtun. Es geht nicht darum, dass es weh tut, aber ohne das Wehtun geht es halt manchmal nicht. Ja, genau. Es muss nicht unbedingt wehtun, aber es kann wehtun. Und das Ja. ist, weißt du, und es ist so schön, wenn man dann diesen Schmerz los ist. Wenn man merkt, Ja. oh, es hat jetzt einmal noch richtig wehgetan, aber jetzt ist es weg. Aber das ist so ein bisschen wie, wir hatten doch vorhin, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, mit diesem, aber mit den Beziehungen, ich so ungefähr, ich habe Angst, weil es am Ende wieder so weh tut. Das ist genauso, wenn man Angst hat, dass die Übung weh tut, dann macht man sie nicht. Aber es geht ja um das, was danach passiert. Ja, es muss manchmal oder es darf manchmal wehtun, weil es nur so die Veränderung gibt. Und wenn man da schon Angst vor dem Wehtun hat, dann wird man es nicht tun. Aber dann wird man auch nie weiterkommen. Dann wird man nicht wachsen. Dann wird man nichts verändern. Dann wird man nicht das erreichen, was man erreichen will.
Und darum geht es aber doch letztendlich. Also in deinem Fall, die Leute wollen ja meistens einen Partner oder eine Partnerin. Bei mir, die Leute wollen ja glücklich und erfolgreich sein und müssen dazu eben sich das ein oder andere trauen, was sie sich bisher nicht trauen. Und diese Grenzen kann man immer nur überwinden, wenn man eben über die Grenze drüber geht. Und wenn man da vorher schon aufhört, weil dieser Schritt vielleicht wehtun könnte, dann wird nichts passieren. Das ist einfach so. Und das Schöne ist, bei mir, sag es doch. Schreib in die Gruppe, Mariam, ich krieg's nicht gebacken, diese Aufgabe zu machen, weil da kommen die und die Gedanken. Und ich helfe dir. Auf der Coaching-Plattform habe ich Webinare, ich glaube 15 Webinare sind da inzwischen, ja. Und da kommen ständig neue dazu, ja, wo es wirklich um verschiedene Themen geht. Und wo ich sage, mach mal das, ja, und da sind bunt, ne, es geht bei mir nicht nur um Partner, aber es geht um dich, um deine Selbstliebe, dich zu fühlen, dich zu spüren. Und dann gibt es auch Themen, ich mache den nächsten Geldkurs, einfach nur Mindset. Es geht nicht darum, das große Geld zu machen, sondern ein besseres Gefühl zu dem Geld zu haben, was da ist. Weil ich sage, es gibt ja diesen Glaubenssatz, Geld kommt und Geld geht und Geld muss rausgehen, damit es reinkommen kann. Ne? Und weißt du, was ich inzwischen fühle und voller Überzeugung, ich komme aus einer Hartz-IV-Familie, ich kann inzwischen sagen, das ist mir gestern aufgefallen, ich habe mich mit einer über Geld unterhalten und sagte sie, ja, Geld geht und kommt halt. Und dann habe ich gesagt, nein, Geld fließt immer in mir. Wenn ich für so ein Coaching, ich habe jetzt ein großes Coaching im Bereich Storytelling, ja, da zahle ich einen fünfstelligen Betrag, ja, weil ich es mir wert bin. Und ich sage aber nicht, dass das Geld rausfließt, sondern es bleibt in mir, weil dieses Geld habe ich ja in mich selber investiert. Ich investiere nicht in irgendjemanden, ich investiere in mich selber, verstehst du? Es bleibt ja in meinem Fluss. Und das kapiert zu haben, hat lange, lange gedauert. Aber wie das geht, zeige ich halt. Und deswegen kann man bei mir ja sogar sagen, hey, das fällt mir gerade schwer, ich habe da gerade Schwierigkeiten, wie kann ich denn damit umgehen? Ja? Und du kannst mir das dann sogar als PN schreiben, also bitte keine Nummer, aber wenn du sagst, ich habe da gerade Schwierigkeiten und traust dich nicht in die Gruppe zu schreiben, schreibst du als PN die Antwort in der Gruppe, weil das sind ja Themen, die viele da vielleicht haben. Ja, ja. Also jetzt nicht auf PN schreiben, das ist wirklich nur für die Challenge. Ja? Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, derjenige traut sich das mal nicht. Ne? Aber das Trauen über den Schatten springt, das ist auch so eine Sache. Ja. Du hast ja auch Gruppen, ne? Damals zu sagen, ja. Ist so. Und keiner weiß in den Kopf ab. Du wirst sehen, wenn jemand schreibt, es fällt schwer, weißt du, was da passiert? Dann schreiben plötzlich 20 Leute, so geht es mir auch. Genau. Das ist, also ich meine, ich kenne das auch bei den Gruppen, da beteiligen sich leider auch ganz, ganz wenige aktiv, weil sie immer Angst haben, es wäre peinlich. Nein, wie du sagst, sobald einer mal irgendwie was schreibt, was eben sehr emotional ist, was sehr persönlich ist, dann kommt da genau dieser ganze positive Zuspruch und plötzlich outen sich die anderen auch, outen in Anführungszeichen, dass es ihnen genauso geht, dass es ihnen ähnlich geht, dass sie auch so Probleme haben. Haben wir übrigens hier ja jetzt wunderbar gesehen, ja, wo ihr dann geschrieben habt, meine Eltern haben sich scheiden lassen, meine Eltern hätten sich scheiden lassen sollen oder ich bin als Kind, mir wurde als Kind gesagt, dass ich nicht gewünscht war und so weiter. Das sind ja eigentlich sehr, sehr persönliche Sachen. Aber es ist toll, dass ihr das geschrieben habt, weil das zeigt, dass ihr da was empfindet, dass es wichtig ist und es zeigt auch anderen, dass ihr ehrlich und dass ihr offen seid und es hilft auch anderen zu verstehen, dass es vielleicht nicht nur ihnen schlecht geht, sondern dass auch andere Probleme haben und dass man diese Probleme lösen kann. Dafür sind Mariam in ihrem Bereich und ich in meinem Bereich da. Aber Mariam, lass uns doch jetzt, weil wir können ja, glaube ich, noch, ich, ja, wir können 17, noch, wir können 17 Stunden reden. Wir könnten ja noch, und dann machen wir noch mal 5 Themen weiter auf. Ne? Genau. Jetzt erzähl erst noch mal genau von deiner Challenge. Wir haben es jetzt zigmal erwähnt. Den Link habe ich ja auch schon drunter gepostet. Ich poste, glaube ich, wenn das jetzt gerade nebenbei geht, poste ich den auch gleich noch mal rein. Aber erzähl doch mal genau, was machst du in dieser Challenge? Für wen ist die genau? Genau, ich habe es gerade noch mal gepostet. Für wen ist die genau? Worum geht es da genau? Und all diese Punkte, damit die Leute wissen, ob sie sich anmelden sollen oder nicht. Kosten tut es ja nichts, aber Zeit sollte man investieren. Zeit kostet. Und die sollte man auch wirklich investieren. Das ist übrigens das Wertvollste. Zeit. Ja. Weil die gibt uns keiner wieder. Ne? Also worum geht's? Ja? Oder wen will ich erreichen? Ich will Menschen erreichen, die sagen, hey, ich habe die Schnauze voll von Frust in meinem Single-Leben. Ja? Egal, ob du jetzt seit 15 Jahren Single bist oder ob du von Beziehung zu Beziehung hüpfst, ob du in einer Affäre gefangen bist, wo du eigentlich denkst, ich muss da raus, aber ich komme da nicht raus. Es ist völlig wurscht. Ja? Das ist wichtig. Der wichtige gemeinsame Nenner ist nicht, was für ein Single bist du, sondern bist du bereit,
zu sagen, hey, ich lasse mich mal auf was ein, und zwar mich selber besser kennenzulernen. Das ist nicht gleich nach 7 Tagen bin ich noch nicht in der Selbstliebe. Das wäre gelogen. Ja, jemand, der sich selbst nicht liebt, der kommt da nicht in 7 Tagen hin. Also vielleicht wenn er mit mir, ja, im Einzelcoaching, ja, aber jetzt in so einer Challenge, ne? In der Challenge geht darum, 7 Tage, 7 Aufgaben, und die sind, früher habe ich gesagt, ganz leicht im Alltag zu integrieren. Diesmal ist es ein bisschen anders. Du musst dich mal eine halbe Stunde am Tag hinsetzen und dich damit mal auseinandersetzen. Eine halbe Stunde, ja? Die sich aber lohnt. Definitiv. Eine halbe Stunde, die sich lohnt. Ja, wenn du es ganz tief machen willst, kannst du es natürlich auch, wie man hier auch sieht, wir können 2 Stunden reden, wir hätten das Ganze auch in 20 Minuten auf den Kern bringen können. Oder in 20 Stunden, wie ich dich kenne. Oder in 20 Stunden, ja, wie ich uns kenne. Ja? So, also das heißt, eine halbe Stunde am Tag, und dann, wenn du dann sagst, hey, ich möchte auch gerne noch den Live-Talk abends mitnehmen, wo ich selber Fragen stellen kann, wo die Mariam nochmal auf mich eingeht, dann lade ich dich herzlich dazu ein, das auch kostenlos in der Gruppe zu machen. Wenn du sagst, hey, ist mir zu stressig, guck mir das lieber später an, kann man das halt erwerben, das Paket, ne? Dann kann man es immer anschauen, aber du kannst halt live dabei sein, mir live Fragen stellen, ist alles kostenlos. Und du hast diese Gruppe, und ich muss sagen, Michael, wie du eben schon gesagt hast, wenn es erstmal ins Rollen kommt, rollt es. In der Gruppe sind jetzt über 1000, sind es schon über 1000? Ja, also wir haben gerade die 1000 geknackt, ja, über 1000 Mitglieder, und sie sind aktiv. Ja, sie teilen sich mit, sie reden, weil wenn man erstmal merkt, dass man in einer Gemeinschaft ist, wo man reden darf und wo man nicht ausgelacht wird und wo jemand darauf achtet, dass da keine Wertung reinkommt. Wo Vertrauen, ja, da ist. Vertrauen das, dann kann man sich öffnen und sich mitteilen. Und das gibt diese Gruppe. Und wir haben jetzt schon über 1500 so Anmeldungen, so viel hatten wir noch nie für eine Challenge, über 1500, vielleicht sind es sogar schon 1600, der Dominik hat da bessere Zahlen. Und diese 7 Tage, die bringen dich wirklich in mehr Leichtigkeit, die bringen dich dazu, dich besser zu verstehen, manche Situationen, die passiert sind, auch schon besser zu verstehen und wirklich eine Hoffnung, wenn du sehr verzweifelt bist, weil die heißt ja bewusst diesmal raus aus dem Frust, ja, wenn du sehr frustriert bist, wirst du schon merken, hey, da ist noch mehr, ich habe eine Perspektive, ja, es gibt andere Dinge, die ich machen kann, außer mich auf zum Beispiel auch Singles, die, ach, ich sage immer Singles, das gilt natürlich auch für Alleinerziehende, ja, nicht nur für Singles, sondern auch für Alleinerziehende. Können ja auch Singles sein, oder? Genau, also das, ich sage jetzt inzwischen eigentlich immer für Singles und Alleinerziehende, weil die verbessern natürlich sofort auch die Kommunikation mit ihren Kindern. Also da verändert sich nochmal eine Höhe auf einer höheren Ebene. So ist es gemeint, ja. Mhm. Und Comedy-Challenge, stell mir Fragen, mach die Übungen, poste die rein, dann kriegst du von mir Feedback. Also es ist richtig Arbeit auch nächste Woche. Ich werde richtig ackern, ja, es ist eigentlich 15-Stunden-Tag bestimmt nächste Woche. Aber ich nehme mir die Zeit und ich mach's, nehme mir die Zeit und antworte. Natürlich nicht auf jeden Post, wenn die sehr ähnlich sind, dann like ich vielleicht auch nochmal, aber ich lese sie und wo es schwierig wird, ne, die nehme ich auch in den Live-Talk auf, sage hier, da oder auch gute Beispiele. Ne? Und das ist wirklich besser als jedes Buch. Das ist besser als jedes Buch, das ist besser als, und das kriegst du nur einmal, das muss ich auch nochmal sagen. So kriegst du das nur einmal, weil danach kannst du an den 7 Tagen teilnehmen, aber du kannst mich nicht mehr live fragen und du bist auch nicht mehr in einer Gruppe, sondern du kannst dann die Aufgaben nehmen und die Live-Talks und Handouts erwerben. Aber live in einer Gruppe mich jetzt so zu fragen, weil das könnt ihr euch schon denken, wenn ich das jede Woche mache oder zweimal im Monat, dann komme ich dann zu nichts mehr. Ja? Und die Fragen sind dann eigentlich auch alle beantwortet. Also, das ist dann, war nur ein Wecker, meine Wäsche ist jetzt trocken. Man muss ja nicht alles 5-mal erzählen, weil viele haben ja ähnliche Probleme und da mache ich lieber wieder was anderes, wo ich den Leuten dann mehr helfen kann, beziehungsweise wenn sie dann auf die Plattform kommen, begleite ich sie da wieder in der Tiefe. Ja? Also von daher ist auch jetzt, wenn du jetzt sagst, jetzt ist zeitlich gerade schwierig, wenn du mich live erleben willst, wenn du mir wirklich auch Fragen stellen willst, dann komm jetzt in die Challenge, weil die gibt es wirklich nur einmal. Vor allem, was ist das für eine Ausrede? Wann ist es denn dann mehr, wann ist es dann besser? Ich meine, wir haben doch immer irgendwie alle viel zu tun und alle immer Stress. Also es wird nicht besser, wenn man jetzt sagt, jetzt geht es gerade zeitlich nicht. Nein, aber vielleicht noch, du hast jetzt schon wieder eine ganze Menge Daumen nach oben während deiner Vorstellung der Challenge bekommen. Ich bin mir sicher, dass sich da gerade schon wieder eine ganze Menge angemeldet haben, wenn sie nicht schon angemeldet sind. Wir beide sehen uns aber auch nochmal live, oder? Bleibst du dabei oder hast du morgen jetzt was anderes geplant?
Ja, komm, jetzt haben wir so viel Stoff, was wir noch haben. Ich würde sagen, wir gehen morgen noch mal live. Jetzt muss ich 20 Uhr einmal hat man komplett. gesagt. Ja, und jetzt hab ich jetzt eine Überschneidung, habe ich mich gerade gefragt. Ob der Dominik, kannst du nur um 20 Uhr oder kannst du auch Ich kann als. auch. Und es ist auch noch nicht veröffentlicht, also wir verraten es gerade Genau. zum ersten Mal. Lass uns. Weil ich glaube, dass ich morgen um 20:30 Uhr, weil ich habe irgendwie gesagt, ich muss mal. Was schreibt der Dominik? Ist der Dominik noch da? Nee, dem hast du zu viel Nee. geredet. Der braucht jetzt wieder eine Genau. Hörzeit. Nee, der guckt, ich kann euch mal verraten, wie das ist bei uns. Ich sitze im Büro, mache einen Live-Talk und dann komme ich ins Wohnzimmer und dann hat mein Mann mich auf den Flat-Screen gescreent und guckt sich das an und sagt, das war wieder fantastisch. Deswegen liebe ich ihn unter Okay, also anderem wenn du so. jetzt die Zeiten nicht festlegen kannst, wir können ja einfach nur sagen, wir sind morgen jetzt hat. 20:30 Uhr bin ich morgen da live. Ich würde sagen, 18:30 Uhr wäre eine gute Uhrzeit. Okay. 18:30 habe ich in meinem 18:30 Uhr. Kalender schon eingetragen, wieder hier auf meiner Seite, oder? Genau, und jetzt könnten wir natürlich noch ein Thema festlegen. Wir könnten aber auch sagen, postet doch einfach unter dieses Video eure Wunschthemen und gebt dem Thema, was ihr haben wollt, ein Like und dann reden Michael und ich zu dem Thema. Natürlich rund ums Single-Leben, ne? Also nicht jetzt Und um plötzlich. Selbstsicherheit, Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstbewusstsein, alles so um Selbstliebe. dieses Thema rum. Aber sucht euch doch selber aus, ob es euch darum geht, mehr Selbstsicherheit zu kriegen, mehr in die Selbstliebe zu kommen, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Mehr Selbstwert hatten wir heute. Ja, jetzt haben wir gar nicht so viel über den Wert selber, aber ich glaube, es ist rübergekommen, was wir damit sagen Ja. wollten. Und dann sehen wir uns morgen um 18:30 Uhr und dann gucken wir, welches Thema ist es geworden. Dann haben die Genau. Leute die Wahlmöglichkeit. Finde ich eigentlich noch viel schöner, weil wir wollen ja euch einen Mehrwert bieten. Genau. Deswegen Sag können mal, wir. 2030, ist das dann auch ein öffentlicher Live-Talk oder ist das Nee, dann. das ist in der Gruppe schon. Das ist der Das ist erste dann der Gruppe, Live-Talk, genau. Aufgabe 1. Also wenn du In um. der Live, also in der Challenge. Das heißt, da, wer angemeldet ist, kriegt dich auch um 20:30 Uhr und wer nicht angemeldet ist, Genau. kriegt uns beide wieder um 18:30 Uhr. Genau, und wichtig, wenn ihr euch anmeldet, auch in der Gruppe, einmal bitte die Antworten einfach mit einem Ja beantworten, weil sonst lassen wir haben über 130, wir wären eigentlich schon 130 mehr, aber einmal sagen, ist mir bewusst keine Single-Börse und zweitens möchte ich mich selber besser kennenlernen. Zwei kleine Ja's reichen voll und ganz aus, damit ich euch reinlassen kann, weil sonst ist die Tür leider zu. Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ja, Okay. vielen Dank, Michael. Ja, du, war wieder lustig mit dir, war wieder schön mit dir und vor allem, ich glaube, unheimlich guter Content. Habe ich gesehen, wir haben 122 Likes gekriegt jetzt in Wow. dieser guten Stunde und 20 Herzchen und 25 Tränenlachen, also und ein, was ist das, ein Ohr Gut, oder ich nee, weiß nicht. das ist ja, das ist manchmal Wow, wow, glaube ich, ist klickt. das eins. Also unheimlich viel, das heißt, die Leute haben tatsächlich zugehört und nicht nur eingeschaltet. Sehr, sehr schön. Schön, dass ihr Was? dabei wart Oh, jetzt und kriegen wir hoffentlich. noch mehr. Schau mal hier, wie die Likes gerade nach oben gehen. Das ist ja der Wahnsinn. Super. Also, schön, Vielen dass ihr Dank, dann dabei sehen wart, wir uns um liebe. 18:30 Uhr. Bitte? Dann sehen wir uns morgen um Morgen um 18:30 Uhr. 18:30 Uhr. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mariam, schön, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast, obwohl du gerade auf Reisen bist. Und das als quasi temporärer Strohsingle, weil du ja in Düsseldorf bist und nicht zu Hause bei deinem Mann. Temporärer Strohsingel, das ist auch ein schönes Wort. Ist mir gerade eingefallen. Also macht es alle gut, genießt das Restwochenende, die paar Stunden, die man noch Wochenende nennen darf, also den Sonntagabend. Lasst es euch gut gehen und wer Lust hat, ist einfach morgen um 18:30 Uhr wieder dabei. Tschüss. Ciao.